Ja. Und ihr sollt auch einen Con setzen und dann könnt ihr einen Bayonet-Gamma-Doppler gewinnen. Und bevor wir jetzt noch mehr quaken, gehen wir jetzt direkt auf den Server, da geht schon die Knife-Round los. Ups, einmal den falschen Knopf gedrückt. Ich bin heute ein bisschen in der Hektik gewesen, also ich entschuldige mich. Wir haben aber nichts verpasst, wir sind live dabei und es geht auch direkt los. Da hat einer meine Hotkeys durcheinander gebracht. Also, es geht los. Auronix startet auf der CT-Seite, die haben die Knife Round gewonnen. RYB Esports auf der T-Seite. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, Auronix Gaming hat natürlich gewechselt. Und wer fleißig das Wechselkarussell auch schon verfolgt hat, vor zwei Wochen, hat gesehen, welches Lineup da zusammenkam. Und zwar Saiken, Crispy, Kazuya, Cressy und Maki. Das heißt ein Mix, ein bunter Mix oder wie so ein bunter Salat aus allen möglichen renominierten Teams aus Deutschland. Gegen die Orga, die sich ja letzte Season angekündigt hat. Und das ist Asmo, QK Mantis, YNK, Otto und MNL, beziehungsweise Otto kam letzte oder kam diese Season rein erstmal. So, jetzt gibt es erstmal viel, viel Tempo von AYB auf den B-Spot. Und da muss Auronix in den Retake gehen. Und da fängt Asmo direkt mal gut an. Afterplant ist auch schon am Stissel und zwar Richtung Box. Beziehungsweise im Checkers und da kann MNL schön rumziehen. Direkt einen Snapshot gesetzt. Zweiten kann er callen. Und Kazuya muss hier noch gefunden werden. Kazuya ist ja so ein Spezialist mit der Pistole. Versucht hier durch die Smoke zu geben. Findet ihn nicht. Und das machen sie sehr, sehr gut. Spielen das sehr diszipliniert aus. Und Asmo direkt mal mit einem 4K. So kann die Saison doch beginnen. Für den Alteingesessenen. Die guten Freunde Asmo und QK Mantis spielen ja schon, oder kennen sie ja schon ewig. Und haben überlegt, okay, wir gründen eine neue Orga. Sind in der letzten Season durchgestartet und jetzt direkt hier für die ESL-Meisterschaft qualifiziert über die Major Ladder. Ja, und so läuft das dann. Und Auronix natürlich ihren Spot gehabt und mussten sich dann nicht qualifizieren. Da gab es nur ein paar Wechsel. So, es geht auf den A-Spot. Und da wird man erstmal keine Probleme haben. Crispy wurde da direkt mal überpusht. Und man muss den Retake geben mit den paar Pistolen, die man da hat. Nicht mal wirklich viel, sondern man verzichtet sogar bei Kazuya auf Kevlar. Crispy hatte da wahrscheinlich auch nicht wirklich viel. Und ansonsten wird es jetzt natürlich sehr, sehr schwer für Auronix, da nochmal den Retake zu spielen. Wieder sehr schöne Afterplant-Position von AYB. Und es geht Richtung Spot. Und da wartet QK Mantis, kann einen rausnehmen. Magnu zeigt den Schlag nochmal zu. Asmo sprayt einfach mal mit der MP7 durch. Und das ist von Erfolg gekrönt, weil das wird reichen. Sehr, sehr viel Schaden verteilt bei AYB. Kazuya versucht da auf jeden Fall nochmal abzuhauen, um nochmal eine neue Position zu finden. Vielleicht sogar noch den Peak zu setzen. Wird aber hier nicht mehr eingehen. Das ist das 0:2. Viel Schaden verteilt, zwei Leute rausgenommen, aber am Ende sind es auch nur zwei Leute. Aber naja, besser als nichts in der Runde. Also, AYB fängt hier gut an. Und ja, die Jungs um Auronix haben ja schon gegen Big sich beweisen können. Da sind sie im Finale des WESG Deutschland Qualify sind sie rausgeflogen. Beziehungsweise muss gegen Big in sehr knappen Partien geschlagen geben. Und darunter war auch Cash. Also, lassen wir uns überraschen. Das Team ist natürlich noch sehr jung. AYB hat hier einen guten Vorteil, weil sie schon ein bisschen länger zusammenspielen. Und zwar eine Season. Beziehungsweise nur Otto kam neu dazu. Der hat ja ein neues Team gesucht, nachdem er bei Planetkey Dynamics, ja, oder beziehungsweise nachdem sich Planetkey Dynamics aufgelöst hat. So, erstmal einen schönen Headshot da gegen QK Mantis. Mit den paar Pistolen ist das natürlich wie mit eine Wasserpistole schießen. Die gefährlichen Waffen sind bei Crispy und bei Kazuya. Das sind nämlich zweimal die Deagle. Macht das sehr, sehr langsam. Und man wartet natürlich drauf, dass Auronix irgendjemand hier auf den falschen Fuß erwischen kann mit der Flash. Da geht es jetzt auch um die Offensive vor. Wie viel Schaden kann da gemacht werden? Cressy und Crispy finden auch direkt die ersten beiden. Kommen jetzt an die AK ran und an die MAC-10. Bombe liegt noch sehr, sehr weit hin. Man versucht jetzt in die Flank reinzufallen. Er hat aber hier Saiken vergessen, der immer noch Richtung Spot steht. Und die Runde geht super auf für Auronix. Es ist nur noch Asmo. Der pickt die Bombe und nimmt jetzt einen ganz, ganz schnellen Weg Richtung B. Also der Peak Richtung Mitte mit der Flash, der war Gold wert. Und dann ist es halt Saiken, der den Flank einfach nur flankt und zerstört.
Ja, und jetzt geht's in den Retake. Und ich denke mal, den wird Auronix 5 gegen 1 runterspielen können. Einziger Vorteil, wie gesagt, ist Asmo und mit Kevlar. Und er findet den ersten. Wie viel Schaden kann er noch machen? Oh, das reicht nicht. Aber nochmal einen Headshot verteilt. Oder beziehungsweise irgendeinen Anschuss auf 4 AP. Ich glaube, die MP7 macht keinen One-Tap auf der Distanz. Von daher die 4 AP. Ja, und Cressy kriegt auch nochmal einen in den T. Damit haben wir das 1:2. Also Auronix kann hier ein paar Waffen mitnehmen. Und wiederum kann man die Runde von AYB Esports klauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die haben natürlich genug Geld, nochmal durch den Bombenplant. Und es geht direkt auf die Doppel-AWP. Saiken und Kazuya auf der Doppel-AWP. Saiken Richtung Mitte, Kazuya vor B. Auch sehr interessant. Hat hier gar nicht großartig geupgradet, behält die MP7, die MP9 noch bei Maki. Ansonsten die AK, die man aufgepickt hat und halt diese Doppel-AWP. Und AYB geht komplett mit Rifles an den Start. Otto der Einzige, der so ein bisschen drauf verzichten muss. Und Kazuya geht sehr, sehr weit nach vorne. Und da wartet Asmo. Wer findet das Duell als Erstes? Das ist Kazuya. Also, er macht's mit der AWP klar vor B. Nimmt auch erstmal den ganzen Stress raus, den AYB da auf sehr, sehr defensiver Distanz gegebenenfalls aufbauen wollte. Über diesen einminütigen Zeitraum, wo sie noch Zeit haben. Und man entscheidet jetzt schnell Richtung A zu gehen. Da kommt die Smoke rein. Guter Molotov von Cressy, weil da wird man nicht großartig durchpushen können. Entscheidet sich Richtung Spot zu gehen. Die Flash war auch Gold wert. Und damit ist die Runde vorbei. Und Cressy sprayt einfach mal fast das komplette Team hier am Alleingang nieder, nachdem sie komplett golden sind. Auch super Ablenkung. Geht dann ein bisschen verzögert oben auf den roten Container drauf. Und da hat keiner Fokus drauf. Gegebenenfalls sind sowieso alle beide blind. Und dann wird einfach durchgesprüht. Und das 2 zu 2 rausgeholt. Ja, und das schickt AYB erstmal in eine Eco. Nur ein paar Pistolen dabei. Ansonsten war es das schon, was man sich geldtechnisch so leisten kann. Und da kommt der Run-Boost. Mal gucken, wie schnell das Kazuya auf den Schirm bekommt. So, der klappt nicht ganz, aber kriegt Yuki Mendes in einer ordentlichen Position, dass man hier sogar den Spot überpushen kann. Jetzt nur noch Kazuya auf den Duels. Und das reicht nicht. Das war zu offensiv und zu explosiv. Und am Ende kann AYB sogar die Bombe legen. Die Nate kommt gut reingeflogen. Im Endeffekt der Retake auf jeden Fall hier für Auronix eine leichte Partie, weil man hat den Waffenvorteil und man hat super viele Nades. Und QK Mantis auch noch mit 14 HP. So, da gibt es erstmal eine wunderschöne Flash. Und der Molotov ist auch nicht von schlechten Eltern, weil der breit sich nur mal aus. NYK stirbt da einfach mal. 5 HP noch bei Otto. Ja, QK Mantis bekommt sogar noch einen. Die Runde wird teuer für Auronix. Und Otto wartet auf den Moment. Die Zeit wird knapp. Otto pusht durch. Oh mein Gott! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Das reicht zeitlich nicht mehr! Otto rettet die Runde! Oh mein Gott! Was war das denn? Wie kann der denn noch die Runde retten? Auronix hat sich ja komplett mit der Zeit vertan. Da bleibt mal kurz mein Herz stehen. Das ist ganz, ganz bitter für Auronix. Und das ist super für AYB, so eine Runde zu gewinnen. Und das ganze Team stirbt fast noch. Und sie haben nichts gekauft. Und ich dachte so, oh mein Gott, er muss an den Diffuse gehen. Und Otto macht es genau richtig. Der nimmt halt noch den Diffuser raus. Und dann sind sie schon spät dran. Und dann haben sie keine Zeit mehr. Und jetzt geht's wieder Richtung B drauf. Da hat AYB jetzt Blut geleckt. Und es geht schnell drauf. Und Maki ist einfach nur blind. Komplett exekutiert das Ganze mit 2 Molotovs und einer Flashbang. Also da geht's direkt mal gut los und AYB hat hier auch ein Wörtchen mitzureden. Auronix ist ja schon so ein bisschen der Favorit. Aber die alte Schule regelt hier. Und die alte Schule kann auch mitspielen. So, wieder sehr diszipliniert das Ganze im Afterplant am Ausspielen. Also, wenn AYB was kann, dann ist es Afterplant ausspielen. Das war ein bisschen zu offensiv von MNL. Aber im Endeffekt hat man so viel Zeit rausgeholt, dass man Auronix nicht mehr dazu bringen konnte, in den Retake zu gehen. Also, das war gut.
Und von daher die vierte Runde für AYB und das 2-4. Also, die Runde geht auch an AYB ohne große Probleme. Und es geht in die nächste Waffenrunde für Aronix. Mal schauen, ob die Kommunikation jetzt besser hier funktioniert, weil da gab es wohl in dieser einen Runde, die man verloren hat, einfach ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, weil das hätte auch besser laufen können. Ja, und im Endeffekt Aronix erstmal mit der Aufholjagd. Und die müssen aufpassen, dass ihr Geld nicht komplett den Bach runtergeht, nicht in diesem Geldstrudel landet. So, AYB wieder sehr explosiv. Aiming überzeugt diesmal bei Crispy, aber QK Mantis und MNL, die haben noch ein Wörtchen mitzureden. Direkt die Antwort gefunden, Bombe muss gepickt werden. QK Mantis steht noch hinten Richtung Yellow. Und der muss sich zurückziehen, nimmt nochmal die Smoke als Cover. Und man entscheidet sich sogar bei ESG zusammen, Kazuya, also Maki, über den Highway zu gehen. Und MNL hat da, glaube ich, sogar die Information bekommen. Das kostet nochmal Zeit mit dem Molotow. QK Mantis bekommt da die erste Information und dann kann der MNL rumziehen. Also, mal schauen, ob das hier klappt. Die beiden Brüder sind im Vorwärtsgang und müssen hier den Spot verteidigen. Und da springt Kazuya nochmal freudig hoch, bevor er den Spieler tötet. Und das ist die nächste Runde für Aronix. Nice try, gute Afterplant-Position. Wie gesagt, wieder bei AYB. Das ist echt ein gutes Positioning. Aber am Ende ist es halt der HP-Nachteil. Und dann macht es Aronix gemeinsam und setzt die Shots. Und Abfahrt. 3-4. Es geht munter fröhlich weiter. Und ja, Aronix schickt AYB erstmal wieder in kleines Geld. Und die gehen auf Nummer sicher. Die hätten zwar forcen können. Das Risiko geht man ja gerne mal ein, weil Aronix gerade nicht so viel Geld hat. Die gehen aber echt auf Nummer sicher. Das heißt, da wird ja gar nichts fast gekauft. Nur Deagle, keine Kevlar. Normal erwartet man dann immer so einen Formfall. Ja, und MNL überrascht doch mal ganz kurz Crispy, kann aber keinen Schaden anrichten. Eine Flash und eine Smoke hat man noch dabei. Und die ist bei QK Mantis. Und der ist in der Mitte. So, und der muss aufpassen. Dann wartet Zeiken. Zeiken macht auch nur diese kleinen Shoulder Peaks, um auf Information zu gehen. Und das kann QK Mantis ausnutzen. Jetzt hat er ihn gesehen. Und jetzt geht's gemeinsam mit drei Leuten Richtung Mitte raus. Und QK Mantis versucht weiterhin hier sich vorzusneaken. Kann jetzt die beiden Spieler callen. Was will ich jetzt tun bei AYB? Meine Scheiße, Richtung B drauf zu gehen. Und versucht eher etwas auf Close Distance zu kommen. Mal schauen, ob das funktioniert. Spieler hinter Box wurde gesehen. Und das ist Maki. Und nochmal eine gute Support-Flash. Maki macht einen. Die Flash kam super zum Support. Also direkt eine zweite in der und eine dritte auch noch. Das heißt, NYK sieht hier gar nichts, macht hier trotzdem noch den Frag, hat mehr als genug Zeit. Und Aronix steht im Retake sehr weit auseinander, beziehungsweise mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Bombe auf A getroppt ist. Oh, das habe ich übersehen. Okay, also, das Ganze war für die Cuts. Eigentlich waren sie ziemlich gut auf B draufgekommen. Ich weiß gar nicht, warum die Bombe Richtung A gelaufen ist. Ich dachte eigentlich, sie sind hier sehr weit geschlossen zusammen Richtung Mitte gewesen. Und da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass die Bombe Richtung A ist. Gut. Damit kann man zumindest die eine AK safen. Tatsache. Und ich sehe es nochmal im Replay. Die Bombe ist nochmal nachträglich rübergezogen. Bei so einer Minute. Als man da schon fast den kompletten Spot eingenommen hat. Ja, so passiert das halt, man, ne? War halt der Mega-Fake, der am Ende doch aufging irgendwie. Also zumindest sind wir auf den Spot gekommen. So, die Nate sollte ein bisschen Schaden machen dagegen Otto. Das geht zu 4 und Crispy nutzt direkt das Öffnen der Tür zu seinem Vorteil. Free Fight einfach durch, einfacher Frag für ihn. Asmo versucht sein Glück vor B. Mal schauen, ob er da durchkommt, Kazuya bekommt ihn, bevor die Smoke hier komplett gefadet ist. Also, Aronix gewinnt direkt die ersten beiden Duelle. Und ja, das ist direkt mal ein 3 gegen 5 wieder.
in der sehr frühen Spielphase, aber MML findet nochmal eine Antwort. Geht's jetzt gemeinsam auf den Spot drauf? Wird immer noch Otto dabei. Bombe liegt noch hinten in den Lockers. Man hat immer noch einen in der Mitte und das ist QK Mantis. Trotzdem, das Kreuzfeuer sollte hier eigentlich passen, außer wenn Crispy fällt. Und da kommt jetzt MS MNL drum. Er hat schon den zweiten Entry Richtung A gefunden. Cressy jetzt ein bisschen im Bedrängnis. Der hat gut zu tun. Maki muss da immer noch auf die Mitte achten. Also das heißt, Cressy ist jetzt gut beschäftigt. Und was ist das Ziel von AYB? Will man es echt nochmal umdrehen und Richtung B versuchen? Da wartet immer noch Kazuya auf Gap. Und er kann immer noch versuchen, die komplette Rotation abzufangen. Also wenn er die Bombe rausnimmt, wird es sehr, sehr knapp von der Zeit her. Und es geht los. Und den Drop hat Kazuya gehört. Wie gut zieht er jetzt rein? Sie gehen fast synchron rum. Einer rechts, einer links. Kazuya macht noch einen zweiten. Und jetzt ist nur noch MML. Und der ist tot. Knappes Ding, so schon. Und dann ist es Kazuya, der dann auch abwartet und einfach die Eier aus Stahl hat. Und einfach wartet. Und dann findet er sogar noch einen zweiten, in dem er absolut blind ist. Stark gemacht von Kazuya. Aber AYB hätte sehr gute Möglichkeiten gehabt, ihn rauszunehmen, weil das Timing, wie sie rumgegangen sind, mit dem Spieler hier und dem Spieler da, das war fast perfekt synchron. Nur da irgendwie keinen Fokus drauf gehabt, dass Kazuya da so offen steht. Ja, es heißt wieder für AYB, ein bisschen sparen. Und die Flash kam super. Wie viel Schaden kann Chris wieder jetzt machen? Der setzt zum Spray an, zwei bekommt er. Und dann wartet Kazuya mit der AWP diesmal auf dem A-Spot. Und Saiken hält ihm den Rücken frei und das war's. Ja, das ging flott. Schön den A-Goder abgefangen, der auf Contact geplant war. Macht aber für AYB nix. Da war sowieso nur die Mission Bombe planten. Und das hat hier nicht funktioniert. 6:4, Euronix geht damit nach dieser einen leichten Schwierigkeit eigentlich ziemlich gut in die Partie. Was man AYB sagen muss, sie kommen eigentlich sehr gut auf den Spot drauf. Sie legen oft die Bombe bisher. Das hat wunderbar funktioniert. Euronix sometimes doch etwas mehr Feingefühl beim Retaken, auch wenn bei AYB meistens die Afterplant-Positionen doch eigentlich ganz gut ausgespielt werden. So, und beide, Saiken und Cressy, halten erstmal die Mitte. AYB wieder sehr stark oder sehr prägnant unterwegs, da ein vorzuschicken an die Box. Diesmal darf NYK erstmal machen. Flasht nur rein. Also das ist nur für die Ablenkung. Das soll wieder auf den B-Split gehen. Und da wartet Maki. Zusammen mit Kazuya wieder. Also, das Duo von X-Devisen steht bereit, um den Go hier gegebenenfalls abzufangen. So, da rennt man einfach durch den Molotov. Maki kann den ersten finden und holt noch mehr Zeit raus. Bloß die Flash sind super. Und Kazuya, der pusht einfach durch. Der Molotov macht nicht viel. Saiken kommt zum Backup. Und die Runde geht langsam in die Hände von Euronix, aber QK Mantis hat hier noch nicht aufgegeben. Besonders MNL, der bisher eine super Partie macht. Die Bombe kann wieder geplantet werden. Also sie kommen durch gegen die drei Spieler Richtung Side. Saiken ist da auch ziemlich flott gefallen, nachdem er seinen Frag gemacht hat. MNL wartet jetzt unterm Underheaven. Also wieder die beiden Brüder, die hier das Ganze ausspielen müssen. So, es geht auf den Spot drauf. Cressy piekt rum, MNL wartet wieder hinten Richtung Checkers und da zieht er raus. Gutes Timing von ihm, Cressy hat aber eine Reflex des Todes, holt den zweiten und räumt den Spot auf. Crispy braucht da gar nicht mehr großartig einzugreifen. Das ist die nächste Runde für Euronix. Und damit auch Runde Nummer 7. Also, AYB hat ganz gut angefangen, Euronix startet aber jetzt natürlich mit ein bisschen Kleingeld auf der Bank. Und dadurch können sie das Spiel ziemlich gut unter Kontrolle halten. AYB schafft es immer wieder ziemlich gut drauf zu kommen. Auch ziemlich gut in den Afterplan zu kommen. Aber wiederum fehlt dann einfach, vielleicht einfach auch so ein bisschen die Firepower, die bei Euronix halt schon ziemlich stark ist. Also man hat da schon so das Zweitbeste in Deutschland vom Aiming her, muss man sagen. Also da haben sich wirklich ein paar Leute zusammengefunden, die aimtechnisch echt was unter der Haube haben. Und das wird man auch hier wieder beweisen.
Cressy erstmal mit Marky wieder zusammen den Spot zu machen. Aber Otto hat da ein gutes Positioning. Muss immer noch mal ganz kurz Richtung Checkers gucken. Lebt nur noch mit Asmo. Smokes geben ihm noch ein bisschen Cover. Da warten wir schon zweit Richtung Heaven. Und einer im Vent. Und jetzt schlägt Seiken zu an der AWP. Der hier auf Cash. Eindeutig die Doppel, wenn es eine Doppel-AWP sein soll. Zweite AWP hier übernehmen möchte. Und Allronix hat hier keine Probleme. Und kann das abfangen. Also, da wurde auch mehr als genug Schaden schon direkt am Anfang gemacht. Und von daher easy peasy für die Jungs von Allronix. Das ist das 8 zu 4. Ja, man präsentiert sich gut. Also, die Retakes laufen gut. MIB gibt sich unglaublich viel Mühe. Und AYB, ja, mit Pistolen ist da nicht wirklich viel zu machen. Weil die Waffengewalt von Allronix werden sie hier jetzt auf jeden Fall in der Runde nicht besiegen. Es ist Asmo, der nochmal nach AWP kommt. Und Otto noch mit der Deagle unterwegs. Aber wie gesagt, viel haben wir hier eigentlich nicht mehr zu befürchten für Allronix. Aber sag niemals nie, weil wir hatten auch schon eine Runde, wo einfach mal die Bombe gelegt werden konnte. Mit einer fast Full-Eco. Und dann kann man die Bombe nicht defusen. Passiert alles mal. Aber Otto wurde zwischenzeitlich ausgeschalten. Und es ist Asmo, der letzte Verbleibende. Er hat noch 42 Sekunden mit der AWP. Er hat jetzt einen Spieler vor sich, und das ist Cressy. Und er ist dann natürlich im Vorteil, jetzt hat er noch einen Zoom gehört. Und kann eigentlich ganz genau callen, okay, da steht in der Main drin. Dann zieht sich Seiken rüber, der nimmt auch schon rein, setzt den Headshot. Zu einfach in der Situation. Ja, 9 zu 4. AYB Esports holt hier bisher magere 4 Runden. Das hauptsächlich auch durch die Pistol und dann durch die Glückssituation, wo man halt die Bombe nicht mehr diffused bekommen hat. Beziehungsweise durch die Kommunikationsschwierigkeiten. Ansonsten wird es hier, glaube ich, noch ein bisschen düsterer aussehen. Onyx macht hier echt eine gute Partie. AYB Esports gibt sich halt Mühe und versucht das Beste draus zu machen. Sie finden sogar irgendwie den Weg Richtung Spot, wenn sie Waffen haben. Onyx schafft es aber immer wieder mit überragendem Aiming hier zu überzeugen. Auch Seiken macht bisher an der AWP eigentlich in vielen Fällen keinen schlechten Eindruck. Hat meist ein bisschen die ungünstige Position, dass er sehr, sehr oft fällt. In Positionen, wo er nicht gerne fallen würde. Ist aber diesmal sehr gut rausgekommen. Aber bisher alles sehr souverän. Bei Ronix, keiner ist ein Totalausfall. Auch nicht wirklich bei AYB. Ja, und man steht wieder für einen B-Split bereit. Hat natürlich nicht so viel Equipment. Das heißt, da muss man jetzt eher wieder explosiv reagieren. Wie man es eben auch mit den Pistolen gemacht hat. Kazuya findet Spieler 1. Ja, Marky noch mit im Kreuz. Jetzt fährt man einfach den Molotov durch. Die Smoke liegt auch unten und die Flashbang kommt der ideal. Also man kann AYB ziemlich gut mit zwei Flashbangs aushebeln. Dann ist das hier vorbei. Weil dann kommt sie auf den Spot drauf und das wird beendet. Zwei Spieler gehen verloren. Cressy und Marky müssen dran glauben. Der Rest überlebt hier. Also Allronix schafft es hier. Ohne Probleme die Runde auf ihr Konto zu buchen. 10 zu 4. Und Cash. Doch bisher ein ganz gutes Pflaster für Allronix.
So, und es geht Richtung Tür. Also wieder was Explosives auf Close Distance, ohne wirklich viel Equipment zu nutzen. Diesmal kommt die vielleicht sehr gut. Crispy kann da erstmal kein Backup geben. Damit sind sie Richtung Spotlight. Und findet den ersten. Crispy wird sehr, sehr spät gesehen. Und Crispy macht unglaublich viel Schaden. Findet den dritten. Was eine gute Aktion von Crispy. Laufweg des Todes. They talk about my Laufwege. Hier trifft das alles. Also Crispy rettet die Lage nochmal für Oronix. Mit der krassen Aktion kann er sich auf die Schulter klopfen. Aber das Ding ist noch nicht durch. 2 gegen 2 Situation, Zeiken an der AWP. Und der macht jetzt gemeinsam mit Kazuya hier dicht. Und die Runde ist vorbei. Ja, Crispy, der Taktgeber. Anders kann man es nicht sagen. Die Runde geht eindeutig auf Crispys Konto. Ja, damit nochmal eine Runde für Oronix Gaming. Das ist das 4:11. Und ich würde sagen, am Anfang war die Partie eigentlich sehr, sehr spannend. Man ist bei AYB sehr gut draufgekommen, hat aber immer mehr das Zepter irgendwie aus der Hand geben lassen. Und Oronix konnte hier Runde für Runde immer mehr Momentum aufbauen, auch mehr Confidence, gut im Kreuzfeuer gestanden. Gut die Spots abgehalten, auch gut mit Support-Flashbangs gearbeitet. Ich freue mich echt auf mehr von Oronix in nächster Zeit. Besonders wenn es dann halt gegen die Jungs von Alternate geht, die ja auch noch einen Wechsel haben oder die ja auch gewechselt haben gegen Berserk. Das sind so ja die größeren Herausforderungen, die Big Player in der ESL-Meisterschaft. Und gegen Attacks wird ein ganz, ganz interessantes Duell. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und bleibt dran, wir haben natürlich nachher noch ein bisschen Counter-Strike. Und zwar haben wir noch die Weisen gegen Berserk später. Aber erstmal natürlich noch eine Partie AYB Esports gegen Oronix Gaming. Wie erwähnt schon am Anfang, es ist ein BO2, also ein Hin- und Rückspiel gibt es. Und das zweite Partiechen findet auf Cobblestone statt. Also, mal gucken, wie lange das hier noch dauert. Oronix mit 11 Runden, AYB mit 4. Und AYB startet jetzt natürlich auf der CT-Seite, wie das normal so ist. Nach 15 Runden wird gewechselt. Und es geht offensiv vor B. Boah, da wartet man einfach nur ab. So, das kennt man ja zu Genüge. Das macht man in letzter Zeit sehr gerne mal. Bei vielen Teams. Hat ja mal Alternate Attacks so ein bisschen geprägt, die Taktik. Und die ist komplett in die Hose gegangen bei AYB. Weil Oronix einfach nur abwartet und abwartet und abwartet und sie rennen voll rein und verlieren instant 4 Spieler und die Runde ist weg. Na, das ist natürlich ein bisschen bitter für AYB. Versucht man schon was gemeinsam auszuspielen und dann wird man einfach nur abgefischt. Wie ein trockenes Stück Kuchen. Und in dem Fall heißt es nur Pistolen, beziehungsweise nur Deagle. Und eine 5-7 oder 2 für AYB, aber da fällt man auch ziemlich schnell wie ein Sack Kartoffeln. Die Mantis versucht da nochmal irgendwie vorzukommen. Maki macht das aber ein Ticken smarter. Und dann ist es nur NKY. Der letzte Verbleibende hier in der Tafelrunde ist. Ja, was willst du machen? Die Duelle gewinnt Oronix ohne Probleme. Lange Distanz. Oh, noch ein schöner Klick von ihm. Und am Ende ist Kazuya. Zu 13. Ja, was willst du sagen? Also, AYB gewinnt nicht die nächste Runde, weil die müssen jetzt nochmal in die Eco gehen und da kämpfen wir natürlich gegen Waffen, die bei Oronix gut bestückt sind. Ja, da kommt Crazy rum, Zeiken setzt mal direkt das Todesbrett. Aber noch einmal mehr und Zeiken, der hat halt... Also, Zeiken ist heute echt gut drauf, muss man sagen. Eigentlich das komplette Team ist gut drauf. Zeiken fällt hier aber schon gut auf. Also, das Spiel, was er macht, gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist manchmal ein bisschen unglücklich gestorben. Das muss man halt sagen. In 2, 3 Positionen ist er ein bisschen unglücklich gestorben.
Novi, dass er hier sich gerade wegdreht, weil der hätte auch nochmal klicken können. Gegen QK Mantis. Aber ansonsten macht er echt eine gute Partie. Und MNL, was hat denn der vor? Will der echt auf einen Ninja Diffuse gehen? Na, Cressy wird das jetzt checken. Und dann war es das für ihn. 4 zu 14. Es ist die Runde für Euronix und das ohne Probleme. Da ist man einfach in die Mitte durchmarschiert und von da aus in Richtung B. Ja, und damit ist AYB nochmal mit Waffen ausgerüstet. Das wird auch die letzte Runde sein, wo sie wirklich mit so einem Equipment an den Start gehen können, sollten sie hier ihre Waffenrunde verlieren. Und da bekommt man wieder sehr viel Mittelkontrolle, entscheidet sich auch schnell kompakt vor B aufzubauen, also ändert schnell das Tempo. 1 Minute 28 noch auf der Uhr, man versucht schon auf B drauf zu gehen. Nicht wirklich viel Information bekommen und Zeiten versucht hier noch durchzukommen. Und da stirbt man an allen Ecken und Kanten bei Ronix. Und AYB hat eben schon mit gutem Positioning überzeugt auf der T-Seite. Warum soll das auf der CT-Seite auch nicht klappen? Und in dem Fall hat es funktioniert, mit den Waffen, die man zur Verfügung hat. Damit gibt man Euronix gerade mal so ein bisschen den Dämpfer. Aber die haben noch mehr als genug Geld und einen riesen Vorsprung. Das heißt, es geht direkt weiter Richtung Mitte wieder. Diesmal kein schneller Aufbau Richtung Vent oder B. So, man versucht jetzt erstmal in der Mitte auszuharren. Und abzuwarten, was Phase ist bei AYB. Ob die sie vielleicht irgendwie zeigen. Nachdem man den ersten Spiel auch schon wieder verloren hat bei Euronix, als man da Richtung Mitte rausgepusht ist, hat man natürlich auch einen kleinen Nachteil jetzt. Ist die einfach nur auf der Suche, muss da jetzt natürlich auch ein bisschen aufs Set gucken, weil es könnte jetzt ein schmerzhafter Punkt sein, wo er vielleicht überpusht wird. Da wartet auch einer und Otto und da liegt noch der Molotow. Wie weit kann Crispy das jetzt unter Kontrolle bekommen? Kazuya gibt ihm jetzt erstmal einen stärkenden Rücken hier. Crispy kann dadurch wieder um das Z kümmern, nachdem sein Team drauf ist. Und das scheint hier zu funktionieren. Gut gemacht von Euronix. Da kann er sich bei Kazuya bedanken, der in einem guten Timing rausgekommen ist und den Frag setzt. Weil dadurch war der Spot wieder in sicheren Händen für Euronix Gaming. AYB gibt ihn aus der Hand. Und wird eigentlich jetzt nur versuchen, hier die Waffen zu safen. Und irgendwie auf eine Overtime zu hoffen. Na, und ich denke mal, die wird kein leichtes Futter, weil alle Spieler jetzt gerade eben nochmal gestorben sind. Das ist jetzt halt das Problem. Sie haben eine Runde verloren, das heißt, sie haben nicht mal mehr einen Loser-Bonus. 5 zu 15. War es das jetzt für AYB? Verlieren sie das Auftaktspiel in der ESL-Meisterschaft? Und da gibt es hier nochmal ein kleines Comeback. So, da versucht man direkt Richtung Mitte zu gehen. So, Refrag kommt, da wird gut reagiert. Auch direkt der Support über die Mitte raus. Kazuya regelt hier weiter und möchte vorgehen. Und das klappt hier auch. Und wenn der GoTV schon auf den Rücken wechselt in den Cinematic Moment hinter den Spieler, dann scheint es das ja auch gewesen zu sein. AYB verliert ihre erste Map 16 zu 5, muss man das Spiel hier abgeben. Und damit haben wir den Auftaktsieger der ESL-Meisterschaft rausgefunden. Ja, was willst du sagen? Euronix hat sich einfach hier viel, viel besser präsentiert, hat nach circa 6-7 Runden wirklich eine Dominanz in dem Spiel aufgebaut, kommt